Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zum neuen CSGO-Video und heute geht es mal wieder um die neue Operation. Ich möchte euch in diesem Video einfach mal alle Informationen, die wir bis jetzt zur neuen Operation zusammenfügen und euch sozusagen einen kleinen Überblick geben, was erwarten wir überhaupt von der neuen Operation. Was können wir erwarten, was wissen wir nicht und über was können wir nur spekulieren. Und ich fange sofort mit dem Thema an. Nun, das allererste Thema, über das wir in Bezug auf die neue Operation reden sollten, wäre die neue Map. Nämlich, es war bis jetzt in den meisten Operations so, dass eben eine alte Active Duty Group Map geremaked wurde und dann wieder in den Operation Map Pool reingekommen ist. Das war zum Beispiel damals mit Train. Train wurde damals geremaked, ungefähr Mitte 2014, und ist dann in den Operation Map Pool der Operation Vanguard im Winter 2014 eingefügt worden. Oder auch jetzt das neue Nuke wurde geremaked und ist dann in der Operation Worldfire wieder in den Operation Map Pool reingekommen und dann wieder in den Active Duty Group Map Pool. Der Active Duty Group Map Pool ist übrigens die 7 Maps, die auf den Majors gespielt werden, das heißt auf den großen Turnieren von CSGO. Und in der letzten Zeit wurde das Inferno, ja, das alte Inferno, wurde so Anfang 2016 rausgemacht und wurde dann geremaked. Und alle haben eigentlich vermutet, dass jetzt das neue Inferno mit der neuen Operation rauskommen wird. Und es war eigentlich schon schwarz auf weiß gestanden, alle haben das gesagt, es wird auf jeden Fall so kommen. Aber nein, ja, Wolf hat uns alle überrascht. Inferno kam mit einem separaten Update heraus und das gibt jetzt wieder neue Spekulationen. Was wird jetzt die neue Active Duty Group Map Pool, wo geremaked wird? Aber auch zum anderen mal, wann kommt die Operation raus? Nämlich normalerweise, was uns diesen Inferno Release zeigt, ist, dass die Operation noch eine gewisse Weile dauern wird. Weil es macht doch eigentlich keinen Sinn, dass ob das Wolf jetzt zum Beispiel vor 3 oder 4 Wochen ein Update rausgebracht hat, wo sie das neue Inferno eingefügt haben. Aber ja, jetzt bringen sie die Operation raus und bringen noch mehr neue Maps herein. Das macht keinen Sinn und dementsprechend vermute ich auch, dass die Operation wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit brauchen wird. Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt reden wir aber über die neue Map. Nämlich, es ist eigentlich immer schon so, dass ungefähr am Ende von Operation dann eben eine gewisse Active Duty Group Map herausgenommen wurde. Die wird dann geremaked und wird wieder mit der neuen Operation eingefügt. Und es wurde das jetzt schon mit Train, mit Nuke, aber auch mit Inferno gemacht. Und es gibt eigentlich nur noch 5 andere Maps, nämlich Cobblestone, Overpass, Dust, Cache und Mirage. Kleiner Brain Lag. Die eigentlich für diese Liste sozusagen noch verfügbar sind, ja, für das Remake. Und jetzt gibt es Spekulationen, wird es vielleicht Overpass, wird es Cache, wird es vielleicht sogar Mirage? Aber nein, ja, es gibt jetzt einen klaren Beweis, dass wahrscheinlich die nächste Map, die geremaked wird, Dust 2 wird. Und zwar gibt es neue Change-Files, die mit dem neuen Inferno eingefügt wurden, die für ein neues Licht für DE Underline Dust, aber auch für DE Underline Dust 2, das heißt Dust und Dust 2 sind. Und diese Lichtfiles gab es früher schon beim neuen Train oder für das neue Train, für das neue Nuke und für das neue Inferno, also die Remakes von diesen Maps. Und wegen diesen Change-Files vermutet man jetzt ja sehr schwer, dass eben die nächste Map, die geremaked wird, Dust 2 wird und mit dem auch noch das da eben Dust 2 und Dust eigentlich genau die gleichen Texturen erfasst haben und dann die Entwickler einfach nur die Texturen einfach austauschen müssen im Gegensatz zu den komplett neu entwickeln. Das wissen wir bis jetzt über die neue Map. Also es wird höchstwahrscheinlich das 2. Es ist zwar noch keine hundertprozentige Aussage, aber höchstwahrscheinlich. Weiter kommen wir zur Workshop Operation Maps. Ja, welche Workshop Maps werden für die Operation gepickt? Normalerweise ist es ja so, dass eben Wealth gut bewertete Community Maps vom Workshop ins Spiel einführt. Dann eben für die Operation, auf dem man eine Mission, Deathmatch, Gelegenheitsspiele oder auch Wettkampf spielen kann. Und da haben wir noch keine sicheren Beweise, was wirklich die neuen Maps sein werden, bis auf eins, nämlich es gibt ebenfalls neue Soundfiles für DE Underline Canalis, ja, eine Map, von der man bis jetzt noch sonst gar nichts weiß. Man weiß nur von diesen Soundfiles von DE Canalis, die in der letzten Zeit immer mal wieder eingeführt wurden. Und da gibt es jetzt wieder auch Spekulationen. Also die einen sagen, okay, DE Underline Canalis ist eine neue Operation Map für einfach ganz normal Missionen, Wettkampf, eben eine Workshop-Map. Andere sagen auch, die Online-Kanals, es ist eine Koop-Map, ja, wo man dann später diese Mission machen kann, dass man eben seine Sterne für die Operation-Mützen bekommen kann und einfach insgesamt erfahrungssicher spielen kann. Aber andere gehen sogar so weit zu sagen, dass die Online-Kanals eine neue offizielle Map für CSGO sein wird, nämlich, dass es ein Remake von Tusken sein wird. Für die Leute, wo vielleicht noch nicht so lange in CS dabei sind, die Online Tusken ist eine ältere, ich glaube CSS-Map war es damals,
kann man in CSGO nur wenig spielen auf gewissen Community-Server, wird zum Beispiel die Map angeboten oder eben im Workshop. Aber Tusken war damals in CSS, aber auch, ich vermute, zu Anfang von CSGO-Zeiten eine ziemlich beliebte und bekannte Map. Und ich habe auch schon sehr viel über dieses Tusken gelesen, ich habe es auch selber schon gespielt. Und man liest immer wieder, dass die Community dieses Tusken sich zurück für CSGO wünscht. Eben in einem Remake, vielleicht sogar in einer Active Duty Group Map, wo dann wirklich auf Major gespielt wird. Und ja, manche gehen jetzt eben so weit zu sagen, okay, The Online Canalis, das könnte das neue Tusken sein. Ist aber nur eine Vermutung, aber es könnte sein, ja. Also auf jeden Fall, The Online Tusken oder The Online Canalis wird eine neue Map in der neuen Operation höchstwahrscheinlich sein. Entweder eine Co-op Map, eine Workshop Map oder eine, na, vielleicht sogar ein Remake für Tusken oder eine neue Active Duty Group Map. Und ja, ebenso gibt es ja noch gewisse Vermutungen zu der neuen Waffe, die Tech 21. Da habe ich aber auch noch ein separates Video geplant, was auch noch in den nächsten Tagen kommen wird. Sonst wissen wir bis jetzt überhaupt noch gar nichts über die Operation, ja. Also man vermutet zwar, ich lese jeden Tag auf Twitter, auf verschiedenen Foren, morgen kommt die Operation, nein, übermorgen kommt die Operation, nein, 3-4 Tagen kommt die Operation, aber es gibt immer noch kein festes Datum. Ich kann euch auch kein festes Datum sagen. Die einzigen Spekulationen, die ich jetzt hier geben soll, sind auch überhaupt nicht irgendwie geproved oder was auch immer. Darum sage ich jetzt auch kein gewisses Datum, weil ich liege in 95% der Fälle einfach nur komplett falsch. Also, ja, nochmal ein ganz kleines Overview. Was wissen wir? Es wird höchstwahrscheinlich ein neues Remake von der Active Duty Group Map geben. Wahrscheinlich das 2 wegen gewissen Change-Files in Sachen Licht. Ebenso gibt es neue Sound-Files für die Online-Canalis, was entweder eine Co-op-Map, eine Workshop-Map oder auch vielleicht sogar ein Remake von die Online-Tasking geben kann. Und es gibt vielleicht das neue Knife, nämlich der Tomahawk-Knife. Dafür habe ich aber auch nochmal ein extra Video gemacht vor ungefähr 2-3 Wochen. Schaut es euch an, wenn ihr euch über das neue Knife der Operation interessiert. Und dann würde ich sagen, das war's mit einem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Und ja, ciao.